وقل رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الله سبحانه وتعالى sagte in Sura 16, Suratul Nahl, die Bienen, Vers 97: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist. Das ist die Bedingung dafür, dass die Tat rechtschaffen genannt werden darf, den Iman zu haben. Den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen, indem er die Süße des Glaubens kostet. Denn der Iman steigt aufgrund der rechtschaffenen Taten. Wir werden ihn ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen, indem wir sein Herz vom Schirk und Nifaq reinigen werden. Wir werden ihn ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen, indem wir ihn oder sie versorgen, von wo er oder sie nicht gerechnet hat. Wir werden ihn ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen, indem wir ihn zufriedenstellen mit dem, was er hat, auch wenn es wenig ist. Denn wenn der Iman im Herzen steigt, bis er die Größe eines Berges erreicht, wird alles andere nebensächlich und die Probleme des Diesseits nehmen einen nicht mehr so mit. Wir werden ihn ganz gewiss ein schönes Leben leben lassen, im Diesseits und ebenfalls im Jenseits. Denn das wahre Leben ist das Leben des Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Sura 29, Suratul Ankabut, die Spinne, Vers 64. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu sagen, so wie es in Bukhari verzeichnet ist von Anas radiallahu anh: Allahumma la aisha illa aishul akhirah. O Allah, es gibt kein Leben außer dem Leben des Jenseits. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.